Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Brotherhood zu Part 77. Jetzt entweder das war es jetzt das siebte oder das sechste Mal, wo ich das jetzt mit dem 77. Part anfange. Es kotzt mich langsam echt an, ey. Wirklich. Mann. Oh, jetzt wirklich. Ah. Ja, nix, aber weg jetzt. Freunde, Entschuldigung, dass ich gerade so ausgerastet und so ausgetickt bin. Entschuldigung, aber wirklich. Das kannst du von diesem scheiß Zeit rein. Echt. Junge, jetzt nerv mich nicht, okay? Das kannst du anders nicht erwarten von dem bekloppten Rennen, Zeitränder. Wir verführen die mächtigsten Männer Roms. Doch einige von uns lassen sich auch selbst verführen. Folgt Giulietta. Ich denke, sie bringt euch zu ihrem Auftraggeber. Mhm. Alte Angewohnheit. Giulietta folgen, um ihren Auftraggeber zu finden und zu eliminieren. Okay. Das ist jetzt hier. Der. Na, natürlich. Machen wir immer das immer so als Nebenquest und machen, dass wir dann das jetzt dann hinbekommen als Nebenquest. Machen wir jetzt das dann immer das als Nebenquest. Machen wir jetzt so die Nebenquests weiter, besser gesagt, Entschuldigung, aber. Buongiorno, che ci fate qui? Ja, schön. Okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal schnell hier aufs Dach, sonst kann ich der nämlich nicht schön folgen, weil sonst bin ich nämlich der Gearschte am Ende. Wenn ich sie nämlich nicht finde, warte. Nein! Kurz hier nach oben. Da hinten. Du, hör auf zu kehren, Alter, ich hab's dir schon mal gesagt. Da ist sie. Perfekt. Schnell hier hoch. Weil davon kommt sie nämlich jetzt. Sie sieht mich ja nicht, also. So. Du hörst auf zu kehren. Jetzt bist du auch noch dran. Ich weiß Glück, dass ich mich jetzt gerade nicht um dich, mich jetzt nicht gerade um dich kümmern kann hier. So, da unten. Ihr habt gerade Glück, dass ich mich um euch nicht da unten nicht kümmern kann. Um euch Kerheimis da. Wohin geht die jetzt? Ist die doof? Ja, die will mich in eine falsche Richtung locken. Aber das kann sie vergessen. Die meint, die fühlt sich verfolgt, aber. Fühlt sie ist ja auch verfolgt. Braucht gerade gucken, weil da ist niemand. Es ist schon jemand da, aber das bin ich. Ich gehe halt über die Dächer. Das ist nämlich das Problem, deswegen kann die mich nicht sehen, weil ich über die Dächer gehe. So. Perfekt. So, und hier übers Dach. Hier. Ah, ich wollte
gerade sagen, die ist auch leider hoffentlich jetzt nicht da drin. So. Komm her jetzt, Schulleiter, komm her. Wo ist die Olle schon wieder? Es läuft doch da lang, ey. Meine Güte. Super. Da ist sie ja schon wieder. Na, der Schulleiter, dich krieg ich. Perfekt. So, Freundchen. Oder Fräulein, besser gesagt. So. Darf ich sie? Aha, hier. Warte. Attentat aus einem Versteck heraus. Okay. Oh, was machst du? Oh, du bist so ein Depp, Alter, wirklich. Aber es hat Gott sei Dank doch gerade funktioniert. Ja, okay, dann sag ich mal nix. Wenn es jetzt gerade so hingehauen hat, dann sag ich mal nix gerade. Ich wusste nicht, dass der Bastard ein Verräter ist. Du bist nicht mehr willkommen in der Rosa in Fiore. Ich hab gar nicht gewusst, dass es so gut hinhaut. Aber perfekt, wenn es jetzt so ist, warum nicht? Hat trotzdem 100%, obwohl ich den angesprungen habe, ganz normal. Egal. Danach aber gleich ins Versteck rein, danach ist er hoch. Danach habe ich ihn gleich sofort zack von hinten wieder abgemeucht. Na, dann geht's ja. Dann sage ich mal nichts dazu. Wenn es nämlich jetzt auch so hingehauen hat, dass ich halt gut am Boden angekommen bin und es hat mal jetzt hingehauen, warum nicht, dann will ich mal halt nichts sagen. Okay, wollen wir die nächste Aufgabe davon? Ja, da hinten aber. Hä, wie viele Aufgaben gibt's von denen überhaupt? Ich mach jetzt mal die ganzen. Wir haben schon fast alles von den ganzen Bezirken. Haben wir fast alles. Das ist ja schon 86 Bezirke davon kontrolliert. Okay, warte, was ist das jetzt hier? Rosa in Fiore und dann haben wir. Kurtesanenauftrag. Dann gehen wir jetzt zu dem dorthin, zu dem auf. Gehen wir Kurtesanenauftrag machen. So, da haben wir das auch schon mal 100%. Ich will halt gucken, dass ich das alles 100% hinbekomme, natürlich, klar. So, und dann so, bam. Ach, ihr wollt Ärger haben. Dann kommt mal. Dann ramm ich dich mal an. Ja, egal, ich wollte euch töten eigentlich, aber egal. Was willst du? Pass bloß auf. Du hältst den Rand, Junge. Ja, die helfen mir immer. Und so. Ich hab dir jetzt genug von mir. Ich finde diesen Kill auch richtig geil. Pass auf. Boah, da musst du halt zwischen die ganz gut zwischen die kommen. Und dann direkt zwischen die rein und dann einfach mal für vier drücken und macht er mit seiner Doppelklinge dieses Attentat. So, Freundchen, und was? So, Freundchen, jetzt aber. Nein, den sollst du doch nicht schlagen. Der hat gekehrt, den sollst du bestrafen. Hier wird nicht gekehrt, habe ich dir schon mal gesagt. Ah, ich habe den richtigen erwischt. So, wenn du noch einmal kehrst, Junge. Da habt ihr recht, euer Leben steht echt auf dem Spiel. Ah. Ihr wollt einfach nicht hören. Ja,
Ja, Lesen fördert die Bildung, das ist richtig, was ihr macht. Er ist zumindest ein Vorbild. Aber nicht für diese Kernmaschinen hier. Wo hier da immer Kern denken zu kehren müssen. Dass die da kehren müssen. Jetzt. Weg. Weg. Ach doch, ich bin der, wo ich suche. Ich gehe dann gleich dann dorthin. Ja, mal hier runter. Warte, ist die Bank hier? Ja, die ist offen. Aber trotzdem hebe ich mir kurz das Geld ab, wenn was drauf ist. Natürlich ist was drauf. Perfekt. Ich brauche wieder Geld. So, und dann gehen wir jetzt weiter zu der Rose Fiori. Oder wie die halt heißt. Weg. Hau ab. Mach Platz. Warte. Nehmen wir mal den gleich mal mit, weil es gibt. Dann kommt mal her. Tot. Tot. Und auch du bist tot. Tja. Wer aufmuckt, der muss sterben. Hi Mädels. Oh, oh. Nächste Woche fahre ich wieder mittwochs. Das wird geil. Hier sind vielleicht die nächsten. Und auch du. Und jetzt weg, 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 weg. Alle weg hier. Hau ab. Ja, natürlich verpasst du was. Genau das hier. Tod. Naja, ja, zu schlank bist du hier nicht. Euer Leben stand schon lange auf dem Spiel. So, dann wollen wir mal hier rüber gehen jetzt. Ne? So. Aber ich zäune mich so mit. Komm mal, der Jese. Auf. Tot. Oh, und dann vorgepackt und dann durchgerammt das Teil. So, dann machen wir mal hier hin. Und hier hin. So. Und das damit anhängen. Oh, da beenden wir den Part. Ah, was, wir beenden den Part hier jetzt. So. Das war's. Naruto 1986, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, wenn ihr wieder einschaltet, gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, schreibt in die Kommentare, das wäre nämlich nett, dankeschön, bis gleich, bis zum nächsten Part, das war jetzt Assassin's Creed Brotherhood, Part 77, jetzt machen wir mit dem 78. Part weiter, also bis gleich, ciao. Und